Ja, Leute, da sind wir wieder, diesmal mit Alistair. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt zu tun haben. Ich sollte mal vielleicht mal die Quest gucken. Wir haben hier immer noch nicht alles fertig bekommen, wir haben auch da nicht alles. Da müsste doch noch eine zweite sein, oder? Irgendwie wird mir da noch eins von zwei angezeigt. Naja. Geh zum Haus von Savix in Königsmund, um mehr über das Schicksal eures Bruders Garwin zu erfahren, ja. Da vorne sind Leute, mit denen man reden kann. Das klingt doch erstmal schon mal gut. Aber scheinbar sind wir jetzt in King's Landing. Ja, Königsmund heißt auf Deutsch. Ich bin auch der Meinung, es King's Landing zu nennen, denn das klingt einfach mal viel besser. Genauso wie Lord Arryn für mich der König von Highground ist. Ich glaube, es hieß Highground im Englischen und nicht von Hohen Ehr oder so. Das klingt ziemlich doof. Guten Tag, Milord. Seid ihr zufällig Lord Sarwick? Habt ihr etwas für den alten Renn? Nur eine Münze für einen verwundeten Veteranen. Ich erinnere mich nicht an dich, alter Mann. Woher kennst du meinen Namen? Ich habe damals in Flussrad gearbeitet, Milord. Bei allem nötigen Respekt, ihr habt ein paar Falten bekommen, euch aber sonst nicht viel verändert. Kennst du auch meinen Bruder? Ich bin gekommen, um ihn zu sehen. Nein, Milord. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Aber ich kenne seine Leute. Besonders Hubert, den Stallburschen. Er kommt in die Taverne, um ein paar Bier zu trinken. Und dann erzählt er. Er hat gesagt, dass Lord Garwin vor längerer Zeit nach Flussrad zurückgekehrt ist, um seinen Vater zu besuchen. Und jetzt ist Lord Sarwick tot. Es gibt Gerüchte, dass euer Bruder nun wieder in der Stadt ist. Man kann sich aber nicht sicher sein, denn Hubert hat sich schon eine Weile nicht mehr blicken lassen. Man könnte meinen, dass er die Lust auf Bier verloren hat. Es ist Jahre her, seit ich einen Fuß in die Hauptstadt gesetzt habe. Gibt es Neuigkeiten? Ein Lord wie ihr muss sich für den Roten Bergfried interessieren. Er ist da oben auf Aegons hohem Hügel. Dort werdet ihr König Robert und seine Königin Cersei Lannister, ihren gesamten Hofstaat und ihre Ritter finden. Und dort passieren die wichtigen Dinge. Der Rest der Stadt ist für das gemeine Volk. Das sind Handwerker, die Besten im Reich. Und Huren, auch die Besten. Ihr könnt fast alles, was ihr wollt, in Königsmund finden. Er verdient ein bisschen Barmherzigkeit. Ich weiß genug. Hier, für deine Mühen, mögest du im Licht von Rolor wandeln. Mögen die Sieben über euch wachen, Milord. Wir sind ja hier doch eher nett. Und ein Kupfer haben wir wohl über. Ich mag es nicht, dass es... Ach, ich bin ganz hier unten, deswegen sieht das so komisch aus. Feuer, Latrinen... Und auch noch die Flut. Wie könnte ich solch einen Ort vergessen? Hier ist ein Händler, wie mir scheint. Haben wir was zu verkaufen? Ja. Unsere Lorpriesterkleidung können wir erstmal verkaufen. Wobei ich nicht sicher bin, ob ich das so gut finde. Die Rüstung zumindest behalte ich mal. Weil das ist ja immer eine mittlere Rüstung, die wir jetzt tragen. Dass uns tendenziell nicht so gut für uns sein dürfte, wenn wir auf leichte Rüstung gehen. Wobei die auch schon gut ist, das muss man ja sagen. So, Fiole. Können wir uns mittlerweile leisten. Hat hier Pech und Öl. Die Blutung auf. Ach, das kostet 100. Nee, das ist mir ein bisschen zu teuer. So viel haben wir ja noch gar nicht wirklich. Eine kleine Münze für etwas zu... Huch. Zwischensequenz. Da ist er, Beiler. Wie ich es gesagt habe. Gute Arbeit. Ich kümmere mich um ihn. Ha. Was sind das denn jetzt für Säcke? Na, wo willst du denn hin, hübscher Junge? Ich sehe, dass das Halsabschneidergeschäft weiterhin floriert. Du sprichst hier nicht einfach mit ein paar alten Banditen.
Man nennt uns die Schlitzer. So, jetzt wird Lord Sarvi ganz unauffällig mit uns kommen. Ich kann bei zu viel Krach sehr ungemütlich werden. Ihr habt euch das falsche Opfer ausgesucht. Für solche Spielchen habe ich keine Zeit. Geht weiter. Ach ja? Ihr denkt, ihr seid zu gut für uns, Hoheit. Das Problem, mein Hübscher, ist, dass du derjenige bist, nach dem die Leute suchen. Du wirst uns dabei helfen, die Belohnung einzustreichen. Ich glaube nicht. Welche Belohnung? Was meinst du damit? Es gibt einen Mann, 100 Golddrachen wert, der verschwunden ist. Ein Mann namens Garvin Sarvik. Man könnte meinen, dass er zu deiner Familie gehört. Merkst du, worauf ich hinaus will? Wer würde 100 Golddrachen auf den Kopf meines Bruders aussetzen? Das ist doch verrückt. Das war die Stadtwache, mein Hübscher. Niemand anderes. Dein Bruder wird beschuldigt, Lord Sarvik von Flussrad getötet zu haben. Ein verdammter Vatermörder. Ich verstehe immer noch nicht, was die Belohnung für meinen Bruder mit mir zu tun hat. Soweit ich weiß, hat niemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Vielleicht, aber du musst wissen, wo er ist. Wenn du es uns nicht sagen willst, werden wir überall erzählen, dass wir dich zu Brei schlagen werden, damit dein Bruder sich zeigen muss. Und dann haben wir ihn. Nein, ich... Gut, da man mit euch nicht vernünftig reden kann, lassen wir den Stahl sprechen. Das Licht von Rolor wird euch willkommen heißen. Genau. Sobald ich alle deine Zähne ausgeschlagen habe, wirst du mich anflehen, dich zu deinem Gott zu schicken. Mal sehen, wie gut wir darin sind. Hallo, Pause. Brandöl. Ja, und dann werden wir nämlich das gleich einsetzen wollen. Hey, warum ist unsere Waffe nicht in Flammen? Ha, deswegen. Und jetzt hatten wir hier doch einen von Flächenschaden, nicht? Und das sollte ich sicherheitshalber danach aktivieren, wenn ich mehr Energie habe. Zum Glück sind wir damit doch ziemlich effektiv. Aber wir müssen jetzt was für unsere Heilung tun, ne? Der Brandeffekt ist leider schon wieder vorbei, was ein bisschen schade ist. Was war das? Bewegungsfähigkeit, nicht? Ja. Wobei, nee, das ist kacke. Das lassen wir lieber. Wir nehmen lieber das, oder? Ja, das geht nämlich schneller. So, erwischt, Junge. Halt! Was geht hier vor sich? Legt sofort eure Waffen nieder, im Namen des Königs. Verdammt, Goldröcke! Euch sehen wir wieder, kleiner Lord. Die Schlitzer vergessen nie einen Feind. Könnt ihr mir all dies erklären, Milord? Diese Diebe haben mich angegriffen. Ich habe mich nur verteidigt. Ich habe euch nie zuvor in der Stadt gesehen, Sir. Könnt ihr mir euren Namen verraten? Mein Name ist Alistair Sarvik. Jetzt verstehe ich, warum ihr angegriffen wurdet. Ihr seid der Bruder des Mannes, den man beschuldigt, seinen Vater getötet zu haben. Diese Geschichte hat durchaus für Gesprächsstoff gesorgt. Ein hübsches Kopfgeld ist auf euren Bruder ausgesetzt. Und da die Bevölkerung Hunger leidet, könnte das einige Probleme für euch bedeuten. Haltet die Augen offen. Ich danke euch für den Hinweis. Wie auch immer. Eure Angreifer sind wie die Ratten geflüchtet. Habt ihr eine Ahnung, wer sie sein könnten? Sie nannten sich Schlitzer. Sagt euch das etwas? Vielleicht. Ein paar nutzlose Rohlinge und Diebe, die durch die Kanalisation der Stadt kriechen. Harmlose Strolche, größtenteils. Ihr Anführer muss ziemlich gerissen sein, nach all den Jahren immer noch im Geschäft zu sein. Aber früher oder später erwischen wir sie. Das könnt ihr mir glauben. Sehr schön. Haben die vielleicht ein bisschen Loot fallen lassen? Natürlich nicht. Dann gehen wir doch mal weiter auf den Markt. Ich wollte euch mal schauen, was hier noch so an Händlern sind. Gerber. Gerber hat doch sicher leichte Rüstung. Die ist aber nicht so gut wie unsere. Lederrüstung oder Lannister, das wäre natürlich schon gut.
Aber auch ein bisschen teuer. Das klingt interessant. Das klingt echt gut, aber das können wir uns auch nicht leisten. Wir haben gerade gar keinen Helm auf, oder was? Das ist natürlich auch gut. Haben wir gar keinen Helm mehr? Hey. Oh ja, wir haben gerade gar keinen Helm auf. Dann sollte ich mir vielleicht mal einen holen. Wenn ich mir dann einen leisten könnte. Oh Gott, ist das teuer. Dann muss ein Helm wohl noch warten. Was haben wir hier noch so? Hier müsste irgendwo noch jemand sein. Hier. Oder ist das ein Händlergebäude, wo man von der anderen Seite herein kann? Ja. Ich habe sogar ein paar Artikel aus dem Blick darauf. Rüstungshändler, was hast du denn? Du hast natürlich nur die dicke Rüstung. Aha, das ist doch alles schweinesteuer. Also wäre auch nichts mehr zu verkaufen. Doch, wenn ein Siegel der Erkenntnis. Wow. Das ist jetzt auch so viel mehr. Lordumhang. Ja, das können wir uns alles nicht leisten. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da geht's wieder dahin. Das heißt, ich kann dann eher weiter hier lang. Wenn hier noch mehr sein sollen. Welche Richtung gucke ich denn jetzt? Doch, die Richtung müsste richtig sein, so grob. Ist da irgendwas? Das ist mal Fleischer. Seht, das hier ist gerade erst aus Dorne geliefert worden. Zu essen. Hier ist jemand. Ha. Du musstest also für sie Ausschau halten, nicht wahr? Da sie jetzt weg sind, bist du ganz allein. Und du wirst die Folgen deiner Handlungen zu tragen haben. Bitte. Oh, bitte, Milord. Ich hatte keine andere Wahl. Genug. Deine Lügen nützen dir nichts. Gnade! Glaubt mir, dass ich beschämt bin, Milord. Ihr wart so gut zu mir. Habt Erbarmen mit einem alten Mann. Mit meinen gebrechlichen Händen kann ich nicht mehr arbeiten. Wenn sich die Gelegenheit für einen kleinen Verdienst ergibt, wie könnte ich da Nein sagen? Ein anderer Mann hätte dir für weniger den Hals aufgeschlitzt. Verschwinde jetzt. Oh, seid bedankt, Milord. Vielen Dank. Ich hätte ihn eigentlich jetzt gerne angehört, dass er für mich Sachen herausfinden soll, aber nein. Das will er wohl nicht. Da oben scheint noch ein Händler zu sein. Irgendwo, nur dass ich hier nicht... Da konnte ich etwas benutzen. Das ist wohl von der anderen Seite aus hin. Renn. Oh ja. Ein bisschen Geld. Da ist noch ein Trankhändler scheinbar. Oder ist es wieder der gleiche? Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall ist er genauso teuer. Bin ich hier wieder beim gleichen? Ja, ich bin hier wieder beim gleichen. Ah, ärgerlich. Naja. Aber wahrscheinlich ist der Karren da, weil wir dann zwangsweise hier über den Markt drüber gemusst hätten. Und da oben geht's dann irgendwo weiter, hoffentlich. Da kommen wir halt wohl zur Hochstadt. Geht's auf jeden Fall nach oben in irgendwelche Gärten. Einen Groschen für einen durstigen Mann. Nein, Groschen haben wir nicht. Schatias Freudenhaus. Da kann man doch mal vorbeischauen, nur so weil es lustig ist. Dann wollen wir doch mal herausfinden, was da so los ist. Och, erstmal speichert er wieder, ob man hier vielleicht wohl etwas erfahren kann. Das ist Alistair Sarvik, einer von Chatayas alten Liebhabern. Oho. Oh, wie aufregend. Glaubt ihr, wir können... Natürlich, wenn er es denn will. Irgendjemand muss es ja mit ihm treiben. Ja, man muss ja schon sagen, die laufen ja ganz leicht bekleidet rum. Ist hier jetzt auch jemand, mit dem man quatschen kann? Vielleicht kann man ja irgendwie von denen ansprechen. Tänzerin haben sie sogar auch. Aber wie mir scheint, kann man auch ist das wohl eher nichts. Aber wir können hier einen kleinen Holzschirm mitnehmen. Immerhin. Na, dann lassen wir wieder zurück nach King's Landing. Und weiter ein bisschen unserer Story hinterherrennen.
Dann müssen wir noch herausfinden, was es mit unserem Bruder auf sich hat. Ob er jetzt der kleine Verräter ist, wie alles glauben, oder ob es auch nur eine Intrige gegen ihn war. So. Das war das Freudenhaus. Hier geht's doch sicher irgendwo weiter. Das ist hübsch. Das ist echt hübsch. Schade, dass das der Zaun davor ist. Hier sieht man ein bisschen mehr so von der Seite. Hast du doch mal ein hübsches Einbild. Das kann man doch quasi Urlaubsfoto aus King's Landing. Wenn wir nicht dabei so grimmig gucken würden, wäre das echt gut. Eine Postkarte draus bauen. Zurück zu unseren Verwandten. Nicht zu unseren Verwandten, unseren Ordenskollegen hinten in Breves hieß es, glaube ich, schicken. Jetzt laufe ich hier überall krumm und quer. Und wie komme ich dem auch nicht so richtig näher? Da ist irgendwas. Oh. Na super. Erstmal kurz ein bisschen Flächenschaden, hä? Da haben wir nämlich schon mal gut was weg. Und da der Kollege auch nur eine Lederrüstung hat, ist er jetzt nicht so die Bedrohung. Sehr schön. Da hat noch ein paar Banditen gesnackt. Ist Gold dabei. Silber hat er dabei. Da kann man nicht rein. Die Tür ist wahrscheinlich weiter da oben. Hilft uns ja so auch nicht weiter. Wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich denn hin? Ich bin jetzt einmal drumherum gerannt, oder was? Na toll. So viel zu dem mal näher zur Hauptquest. Hier scheint sie die Slums runterzugehen. Oh, da ist eine Rolle. Wieder Haus Martell, das ist auch eins der, ich glaube, ist einer der kleineren Häuser. Wusste ich jetzt aber gar nicht sicher, da ist wieder so ein Wagen im Weg. Da können wir wahrscheinlich hinter irgendwann runter. Ja, aber ich gehe jetzt erstmal wieder hoch, ich will ja irgendwann doch mal herausfinden, wo wir da jetzt hin müssen. Weil so schwer kann das ja eigentlich nicht sein. So ein doofes Königshaus zu finden. Natürlich, da steht sogar schon unser Wappen dran, nicht Genie. Das ist also unser Haus hier in der Gegend. Da haben wir einen Kellerausgang. Wahrscheinlich sind auf der anderen Seite gerade alle am Pöbeln oder so, aber ich komme hier nicht drum herum. Ich darf also wieder da lang, aber vielleicht schaffe ich es ja diesmal, den Weg zu nehmen. Hier durch, ja. Da muss ich nicht wieder oben rum. Da ist die Stadtwache. Vor unserem Haus. Das ist natürlich weniger cool. Wo soll ich denn jetzt bitte schön lang? Da wäre eine Tür. Also ich könnte natürlich nach da unten lang. Da komme ich... Ah, da kann man dann weiter. Das heißt, ich kann hier wieder unten rum. Oder drumherum zumindest. Das war ein... Ach, da haben wir den Typen gefunden. Das geht alles nicht auf. Da finde ich auch sehr cool, dass alles, was man benutzen kann, hier auf der Karte markiert ist. Das macht das dann wesentlich einfacher zu entscheiden, ob man es sich lohnt, irgendwo reinzugehen oder nicht. Und jetzt müsste das hier ja irgendwo sein. Ja, da oben. Hier ist noch eine Tür. Da würde man dann wieder daran vorbeikommen. Was ist das hier? Hoch. Wo wollt ihr denn hin, Milord? Keiner darf hier rein. Was ist das hier denn? Okay, dann halt nicht, was auch immer das ist, aber wir dürfen da scheinbar nicht rein. Dann halt nicht. Dann werden wir mal wieder zurück und zu unserem Haus gehen. Die Sarbeck-Residenz ist nicht weit von hier. Sicherheitshalber vorspeichern. Ich habe die Befürchtung, dass das jetzt gleich Stress gibt. Ist nicht weit von hier. Hier stehen schon pöbelnde Massen rum. Die Männer der Wache. Sie sind gekommen, um Sarvik zu holen. Tod dem Vatermörder! Hält ihn! Das sind nur Bedienstete, Lord Vex. Macht ihr Witze, sonst ist da niemand? Nein, Milord. Gavin ist nicht hier, Ser Valar. Oh. Valar!
Ich suche deinen Herrn, Gorman Sorik. Du kannst ihn nicht retten, aber du kannst dich selbst retten. Wo ist er? Oh! Wir wissen nicht, wo er ist. Er war monatelang nicht hier. In den roten Bergfried mit ihm. Nein, ich habe nichts getan. Ich weiß nichts. Lasst mich gehen. Lambert, nein, lasst ihn in Ruhe. Ich bitte euch, Sir. Gnade, Milord. Mein Ehemann ist ein guter Mensch und der Krone treu ergeben. Er weiß nichts. So ein Arsch. Jana, Jana, nein, warum bei den Sieben? Jana! Wie furchtbar! So ein Arschloch. Sir, die Menge ist aufgebracht. Na und? Vex, bewache mit deinen Männern das Haus. Falls ich irgendetwas aus seinem Knecht herausbekomme, erfahrt ihr es. Valar. Es klingt nicht so gut. Also waren die Gerüchte über deine Rückkehr wahr? Dieser rote Priester, der mitten in der Zeremonie wie ein Geist aus der Vergangenheit auftauchte, das warst du. Bist du zurückgekehrt, um der Hinrichtung deines Bruders beizuwohnen? Gavin wurde verhaftet? Noch nicht. Aber es sollte nicht mehr lange dauern. Dafür werde ich persönlich sorgen. Musst du wirklich unsere Bediensteten umbringen, um unseren Bruder zu finden? Oh, jetzt sind wir Brüder. Als Kinder stand das außer Frage. Ich war in deinen Augen nur der Bastard. Jetzt diene ich der Königin. Und meine Befehle lauten, deinen Bruder, den Vatermörder, hinter Schloss und Riegel zu bringen. Gavins Dienerschaft hatte doch sicher nichts mit dem Tod unseres Vaters zu tun, Valar. Woher willst du das wissen? Aber du kannst dir sicher sein, dass ich sie zum Reden bringen werde. Und es heißt jetzt Ser Valar. Lord Tywin Lannister höchst selbst hat mich zum Ritter geschlagen. Das überrascht mich nicht. Die Mächtigen umgeben sich gerne mit tollwütigen Hunden. Ich tue nur das, was von mir verlangt wird und werde entsprechend belohnt. Ein Lannister begleicht stets seine Schuld. Ja, aber zu welchem Preis? Sag mir, wie kommt es, dass die Krone dir persönlich diese Aufgabe anvertraut hat? Angelegenheiten wie diese erledigt gewöhnlich die Wache. Aber die Königin hat verlangt, dass einer ihrer Getreuen sich darum kümmert. Nach allem, was ich ertragen musste, als wir jung waren, kann ich dir versichern, dass es mir eine Freude ist, diese Aufgabe auszuführen. Außerdem könnte mir Gavin als rechtmäßiger Erbe in den Weg kommen. Aber sobald er seinen Kopf verliert, bezweifle ich, dass er mich noch länger belästigen wird. Verlass dich nicht darauf, Valar. Ich bin zurückgekehrt und habe die Absicht, dich von deinen Verbrechen abzuhalten. Welche Ansprüche und Pflichten du auch immer gegenüber den Sarriks hattest, du hast ihnen vor langer Zeit den Rücken gekehrt. Flussrad wird bald mir gehören und niemand wird mich aufhalten. Ich war nicht im Exil, Valar. Ich bin aus freien Stücken gegangen und es steht mir offen, zurückzukehren, wenn es mir beliebt. Ich bin der rechtmäßige Sohn von Lord Sarwick. Du warst der Erbe, aber du hast dein Erbe vor 15 Jahren zurückgelassen. Glaub mir, Valar, es war besser für dich, dass ich gegangen bin. Was auch passiert, ich werde der Lord von Flussrad sein. Und doch kannst du nicht ignorieren, dass ich mit deiner Schwester Eliana verlobt bin. Bei allen Gesetzen des Reiches, Flussrad wird an mich fallen, sobald wir verheiratet sind, und du kannst nichts dagegen tun. Wie du siehst, werden die Interessen der Sarwicks bald meine eigenen sein, lieber großer Bruder. Es war an der Zeit, dass sich jemand dieser Angelegenheiten annimmt. Ich habe von dieser Farce gehört. Freu dich nicht so früh, Valar. Ich werde das beenden. Diese Verbindung wurde von der Krone gebilligt und Eliana hat vollauf zugestimmt. Du siehst, es wurde an alles gedacht. Auch an Gavin, den man finden und für seine Tat verurteilen wird. Es ist der königliche Wille, Alistair.
Es wäre nicht klug, sich dem entgegenzustellen. Es ist egal, hinter welchem Thron du dich versteckst, Valar. Ich werde dir nicht gestatten, über mein Haus zu herrschen oder über das Schicksal meines Bruders zu entscheiden. Du bist hinter Gavin her. Du willst Illyana heiraten. Von einem Tag zum anderen willst du vom Bastard ohne Abstammung zum Erben von Flussrat werden. Versuche nicht, mir weiszumachen, dass du damit zufrieden bist, dich dem königlichen Willen zu beugen. Das führt zu nichts. Sobald meine Rechte wiederhergestellt sind, werde ich wieder Lord Sarwick sein. Und ich werde meinen Bruder finden. Das glaube ich kaum, denn ich bin für die Angelegenheit zuständig. Das Sarwick-Haus wird bis auf Weiteres verschlossen bleiben. Die Stadtwache wird ein Auge darauf haben, also bleib diesem Haus fern. Stell dich mir nicht in den Weg, Alistair. Ich warne dich. Verlass dich darauf. Wir sehen uns wieder. Ja, wir werden ihn wiedersehen, jedoch erst beim nächsten Mal. Für heute kommen wir damit zu einem Ende. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.